Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Common Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und heute habe ich mal den Red, mein alter Shield, der, boah, manchmal schielt der ganz gewaltig, das lenkt aber, ich schiel nicht, sondern das hängt hier tatsächlich mit dem Programm zusammen, irgendwie. Also, ja. Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Wir schauen jetzt mal in die Kommentare erstmal rein, wie immer. Und dann haben wir den ersten Kommentar von Maxi Max. Herr Gleich, findet eine andere Karte schlechter als Klaus Heißler? Ja. Tatsächlich. Also, sie haben es geschafft. Und das mit Abstand. Mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand ist dieser Hermes schlechter als Klaus Heißler. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. So. Nächster Kommentar. Die sture Katze, habt ihr mich vermisst? Na klar! Wo warst du? Wo? 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 Wo bist du gewesen? Na schon, was ist jetzt los? Wo ist sie? So. Nächster Kommentar. Old Man Snyder, du bist cool, aber hast du. Vielen, vielen Dank, Old Man Snyder. Dankeschön. Freuen wir uns riesig. So. Ken Brew, danke fürs Video und ein Herz. Herz geht an dich zurück. Gerne. So. Und I destroy you, habe dich endlich wiedergefunden. Also bei dem Namen muss ich mir Sorgen machen? I destroy you hat mich die ganze Zeit gesucht, jetzt hat er mich wiedergefunden. Oh mein Gott, ich krieg Angst. Nein, ach Quatsch, ist alles nur Spaß. Hey, freue mich, dass du uns wiedergefunden hast, die Community. Kommt langsam wieder zusammen. So, jawohl. Also, und es geht weiter. Jetzt gucken wir mal hier rein. Erstmal, was gibt's denn hier so? Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Jetzt muss ich das Ding wieder so ein bisschen rüberziehen, sonst. Alright. Also, ja, nach wie vor die Lila drin. So, dann gehen wir mal in den Shop rein. Was haben wir denn hier im Shop? Dann haben wir hier die Peggy. Und die Peggy mit Cupido, Bobby, Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und dem Hexenkostüm. Also kann man hier einmal den Philip J. Fry rausbekommen. Also die Box ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist halt eine Peggy. Und eine Peggy kannst du über die Mythic Stones bekommen. Eine Peggy kannst du über die Super Epic Packs bekommen. Also eine normal farmable Mythic. Und deswegen gebe ich dafür keine 500 Gems aus. So, und dann schauen wir mal hier rein. Was gibt's denn so noch? Wo ist ihn? Wo? 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 Congregate. Guck mal da. Da fehlt was. Da fehlt was. Die Postal Borax Box. Da. Wo ist ihn? Da, hier sind nicht, hier sind nicht, da sind nicht, da sind nicht, da sind nicht. So, klicken wir einfach mal drauf auf das Ding, auch wenn einfach mal das Bild weg ist. So, also, das ist die Postal Borax Box, die habe ich euch vorgestellt. Postal Lois, Borax Kid, Buch der Zaubersprüche, Hexenkostüm, Luan Platter und Lois Griffin. So, ist eine ganz coole Box. Was mich daran stören würde, ist die Luan Platter und Lois. Also, deswegen würde ich es nicht haben wollen. Und dann haben wir den Philip J. Fry jetzt für 1100 Gems. Also, wer den damit Quad-Fusen kann, sollte sich überlegen, ob er die 1100 Gems für ausgibt, weil Quad-Fused ist er nicht schlecht. Definitiv. So, dann wären wir schon in der Combo Mastery für heute. Und was sehen wir da? Ist der Spender's Weapons. Da oben, direkt über mir. So, da ist Spender's Weapons. Gucken wir mal da rein. Spender's Weapons. So, und Benders Weapons ist hier diese Combo. Ich blende sie euch jetzt mal an. So, da ist sie. Dann haben wir hier einmal mit Doomsday Device, mit Bazunga Bazooka, Deers with Guns, Corkgun, Cat Launcher. Big Ass Guns und Katana Trisha Katakatana. So, also. Ja, 500 Gems würde ich jetzt nicht mehr ausgeben. Wer es unbedingt haben will, soll sich's holen, aber 500 Gems. Nö.
Hier haben wir. Oh! Oh, habt ihr Go-To escaped? Kommt doch bei euch aus der Datenbank. Habt ihr Angst, dass ihr euch selber hackt? So, also Go-To-Guy. Gucken wir uns jetzt mal an. Das hat der Go-To-Guy. Er hat sensationell zwei Kombos. Und auch das hier finde ich, also finde ich relativ witzig. Also ist einmal mit Slurm und einmal mit dem Burger Suit. Und da kommt Hyper hinten raus. Ja, also warum? Was hat denn das jetzt mit dem Kostüm zu tun? Also Slurm ist ja so eine Mega-Special-Combo-Karte. Da verstehe ich noch, dass da hinten das rauskommt mit dem Hyper. Aber was hat das jetzt mit dem Burger Suit zu tun? Wart, 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 wart. Mir noch nie aufgefallen. Okay. Also die ist mega schrottig, braucht kein Mensch. So, dann geht's weiter. Dann gehen wir jetzt hier rein in den Disco Bender. Disco Dale, sorry. Disco Bender. Ah, Disco Dale. So, und der Disco Dale sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Disco Dale mit einer Common Karte. Ein Common Dale. Ach, das Pimperu kann ich mich auch dran erinnern, wie das, als ich es damals erstmal gesehen habe, fand ich das mega cool. Als ich es dann hatte, habe ich es nie gespielt. Bunny-Kostüm, Witch-Kostüm und so weiter und so fort. Was da hinten rauskommt, der Disco Dale ist dafür, dass es ursprünglich eine Common-Karte war, echt nicht schlecht. Congregate, warum einen Hermes? Warum Luan? Warum keinen Dale? Der Dale ist, ja, ich geb's einfach zu, ihr wollt aus dem Dale irgendwann eine Mythic machen. Kann das sein? Mythic Dale? Kommt der irgendwann auch noch? Weil hier die Common-Version ist ja, also. Aber auch hier, ne? Guckt mal rein. Ups, jetzt bin ich irgendwie gejumpt. Sorry. So, ja. Okay. Also, dann gehen wir mal weiter in die nächste Kombo. Dafür kann man natürlich keine 1000 ausgeben. Ne? Das ist, solange es den Disco Dale in der Common Version gibt. So, jetzt kommen wir zu einer relativ guten Kombo. Das ist der Super King. Und der Super King. Das ist halt jetzt auch wieder was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Wir haben hier einmal Super King mit Crack. Es kommt ein Kostüm bei raus. Der Super King. Dann mit der Miracle Cream. Super King in Kostüm. Dann haben wir hier mit dem Burger Suit. Okay. Hier ist auch wieder Drugs. Ist alles wieder gemischt hier. Book of Spells. Und da unten Butterscotch Toffees. Cookies. Toffees. Gleich. So. Butterscotch Cookies. So, und da kommt ein Super King bei raus. Und der ist nur ein. Also, wäre cool, Congregate, wenn ihr aus dem Ding. Also, wenn ihr schon Drogen- und Kostümkarten dafür benutzt, um den da. Dann macht doch einfach mal daraus eine Kostüm- und Drogen-Kombo. Dann wäre der richtig geil. Also richtig geil. So, jetzt haben wir hier aktuell einen Super King mit einem neunfach Schild für alle. Wenn er komplett gemaxt ist. Hier unten das gleiche. Weiß Butterscotch Cookies. Und das wäre dann schon, das ist schon nicht schlecht, ne? Also neunfach Schild für alle ist schon ziemlich effektiv, wenn das Ding, ja, wenn der Gegner sein Deck aufbauen kann und damit schützt man dann doch relativ gut seine anderen Karten. Ich würde es vorstellen, da nochmal ein paar Prozentpünktchen drauf. 10%. Wenn wir 10-fach Schild für alle. 11-fach Schild für alle, wenn man es dreimal holt. Plus noch die Leben und die Mauer. Ah, das wäre nicht schlecht. Also,
Wenn einer einen Bänder im Deck hat und hier Butterscotch Cookies und Book of Spells, dann macht diese Combo auf jeden Fall, also ist nicht schlecht, diese Combo, dieses Combo Recipe. Dieser Combo Recipe, dieses, dieser, dieses, diese, dieses Recipe, das Recipe, der Recipe, das Recipe, dieses Recipe sind. So, ja. Überlegt's euch. Also müsst ihr euch Gedanken drüber machen, die ist echt nicht schlecht. So, dann geht's weiter. Jetzt kommen wir wieder zu einer Combo, die an die Pay-to-Win-Spieler verkauft wurde. Nicht ohne Grund, der Freezer Dome Genius is making his way to the ring. The Freezer Dome da ist er. Der Freezer Dome Jean. Und die ist echt auch mega stark. Mega starke Combo. Wir haben hier einen Jean. Einen Eugene Belcher. Mit einem Yogi Victor beispielsweise. Dann kommt da hinten ein Freezer Dome Jean bei raus. Der haut richtig rein. Deathball. Wir haben hier bei Deathball beispielsweise 18-fach Bodyguard, 25-fach Cripple, also wenn alles gemaxt ist. 16-fach Craze, 29,58. Das ist schon ziemlich stark. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt einfach mal hier ein Fused Ones. So. Und dann kommen wir zu den etwas realistischeren Werten, sage ich mal, wer es eben noch nicht gemaxt hat, alles. So. Also wenn Eugene Belcher bei sich im Deck hat, plus eben diese Sportkarten, das Ding ist mega stark. Holt euch die Combo Recipe und gebt ein paar Steinchen dafür aus. Eugene Belcher hier mit Horse Camp. Ich habe den Eugene Belcher aber halt auch nur Single Fused und das Horse Camp. Ja, ich weiß, bin ein bisschen am Überlegen, am Hadern mit mir selbst, ob ich ihn holen soll oder nicht, weil aktuell habe ich das Horse Camp eben nicht im Deck. Aber geil ist es trotzdem. Also wenn das Problem ist, Horse Camp ist halt bei mir, glaube ich, nur normal, einfach. Wenn ich das also nochmal bekommen würde irgendwann, müssen wir auf meinem ersten Account gucken. Muss ich mir mal anschauen. Okay, also auf jeden Fall, das Ding, das macht, ist richtig geil. Und ja, also wenn es euch geholfen hat, oh, alter Shield, der, oh. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Sagt mal, also ich habe ja jetzt den Red Panda diesmal in Rot drin, ich hatte ihn ja schon in Schwarz und ich habe auch schon das letzte Mal als normale Panda-Version gehabt. Wie gefällt er euch denn am besten? Ich kann auch mal total knallig bunt machen. Aber dann denkt ihr, der dreht total durch, der ist unter Erlaubnispflichtigen. Also wir schalten jetzt einfach mal ab. So, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.